Stehst du im Weg? Im Weg? Im Licht. Entschuldigung. Schon gut. Gut. Bleib. Wo? Wo du warst. Da. Ist es gut? Da? Ja. Ja. Mein Kind. Sie brauchen Licht. Man muss sie drehen. Ja. Ja, ja. Kind. Tag für Tag. Da sie sich nach der Sonne richten. Ja. Sie sollen aufrecht wachsen. Ja, aufrichtig. Richtig. Ja. 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 Und ich? Ja. Ich erziehe sie. Sie krümmen sich an sich. Zur Sonne hin. Ja. 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 Tropismus. Du? Phototropismus. Mächtet. Mächtet. Mutter. Mutter. Kind. Du. Ja. Es gibt zwei Arten von Lichtrezeptoren, die da zusammenspielen. Die eine Phototropine drosseln bei Bestrahlung das Hormon Auxin, einem Grundtryptophan-Derivat. Es regelt das Wachstum der Zellen im Stängel, die Streckung. Auxin. Zellen, die im Schatten liegen, werden nun länger als die bestrahlten. Dadurch biegt der ganze Trieb sich in Richtung Licht. Überdies, die Phytochrome, sie drosseln das Wachstum der Pflanzen nach oben, entgegen der Anziehungskraft. Gewiss. Also sind sie ja gezwungen, sich, sobald sie reichen, nach der Lichtquelle zu richten. Die ja wandert. Sie winden sich. Ich weiß, ich weiß. Daran erstarken sie. Ich will sie stärken. Die Pflanzen wehren sich. Ja, daran erstarken sie. Sie sind ja dein Leben. Deine Mutter gab dir Mutter. Lebertran. Prompt bin ich gewachsen. Und sie schickte mich hinaus. Ans Licht. Im Winter auch. Du warst ein braun gebranntes Kind. Die Wintersonne hat gebrannt. Und der Schnee dazu. Und ich kam mit starken Knochen heim. Und ich werde niemals krank. Doch die Haut belastet mich. Alle Sonnenbrände merkt sie sich. Sie hat ihr Gedächtnis. Im Alter wird Hautkrebs daraus. Dich ließ ich nicht hinaus. Man lernt dazu. Die Zeiten ändern sich, ändern sich. Aber die Mutter hatte Rachitis aus Mangel an Vitamin D. Es gab kein Fleisch.
Es war Krieg. Da half ihr dann die Sonne. Wie mir? Ich muss reden. An der Kamelie bin ich gescheitert. Kaum war die Mutter gestorben, trug ich die Kamelie. Das war mein Erbe. Weiß blühte sie. Aus Mutters Schlafzimmer in mein Büro. Alle Blätter warf sie ab und starb der Mutter hinterher. Sie war nicht mehr zu retten. Denn man darf sie nicht bewegen, sagte mir Eckbert, mein junger Kollege. Ich wusste es nicht. Kind. Hörst du mir zu? Ich will schlafen wie ein Stein.